Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir reißen Gebäude ab. Ach du Kacke. Okay. Ja. Was machen wir jetzt? Jetzt haben wir ein Problem. Ich muss irgendwie hier Fußwege legen, aber... Oh. Das könnte gehen. Jedenfalls, achso, Entschuldigung, falsch, Moment. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Wirklich Republic Soviet Republic Sources. Was? Schön, dass du wieder da bist und mit mir gemeinsam hier deine Folge gucken willst. Da muss man übrigens heutzutage auch aufpassen, wenn man was Neues probiert auf YouTube. Ja, bloß nicht, ne? Bloß nicht irgendwie mal hier was anders machen. Das gibt sofort Turbulenzen, glaubt's mir. So, jetzt müsste es aber klappen, oder? Jetzt müssten zumindest alle angebunden sein. Ist zu weit entfernt, oder was? 200 Meter. Sind alle arbeitslos, ja klar. Okay, also 220 Meter und keinen Schritt mehr, weil die von hier nicht rüberlaufen können. Das heißt, wir machen eine neue Bushaltestelle. Und wir werden hier nie im Leben irgendwie eine Straße wieder rüberkriegen. Wenn wir hier jetzt weitere Gebäude hinstellen wollen, wie würde das denn machen? Ich glaube, die brauchen den Weg auch gar nicht hier. Okay. Aber hier hätte ich dann gerne trotzdem noch ein Wohnhaus hin. Das sollte ja noch in der Reichweite hier irgendwie hinkommen, oder? Oder wir machen dann hier eine Bushaltestelle hin, dass wir hier von da nach da... Pass mal auf. Wir probieren das mal. Busplattform. Ja, eine kleine Busplattform. Die ist ja auch für 500 Passagiere. Das sollte ja in jedem Fall reichen. Jetzt würde ich einmal komplett rumdrehen. Dann machen wir die sozusagen vor Cops, wie man so schön sagt. Dann einmal so. Und jetzt müssen wir den Fußweg da irgendwie dran klöppeln. So. Und dann würde ich sagen, das soll ja hier so ein bisschen auch so eine Arbeiterkolonie werden, da hinten nochmal für die Mine. Machen wir direkt zwei Busse, oder? Und zwar von hier nach da. Gut. Dann hätten wir hier schon mal alles in Gang gesetzt und dann warten hier auch schon 34 Arbeiter. Dann hätten wir noch 8 ohne Job. Also ich glaube, wir müssen das anders machen. Wir müssen eben auf einer Seite so eine Aorta haben mit Arbeitern und auf der anderen Seite die normale Straßenanbindung. Ich glaube, das ist besser. So, dann hatten wir hier Wachstum im Fortschritt. Ich habe so den Eindruck, guck mal hier, der kommt überhaupt nicht. Wir müssen noch mehr Felder haben. Keine Ressourcen. Hat sich das denn jetzt irgendwie mal ausgewirkt? Letzter Monat. Eisen 7000. Also einen Zug quasi haben wir weggebracht.
Und der diesmonatige Zug ist noch nicht unterwegs, weil er wahrscheinlich noch nicht voll ist, weil hier jetzt natürlich noch die Arbeiter noch ankommen müssen. Aber wie gesagt, da sollte jetzt demnächst ordentlich mehr ankommen. Und da sollte auch hier mehr ankommen. Und da sollte auch hier mehr ankommen, damit wir dann auch zügig irgendwo dann die Kohle abholen können. Wir gucken mal. Der Zug ist auch nicht voller geworden. Doch 41 Arbeiter. So, und dann müssen wir mal hier diese fürchterlich hässliche Brücke, ne? Die machen wir jetzt erstmal platt. Ich kann das nicht mehr mit ansehen. Und ja, ich weiß noch, wie wir gekämpft haben, dass wir die überhaupt irgendwie da hinkriegen, aber... geht doch nicht. So. Geschwindigkeit 100 km/h, 30 km/h, 100 km/h, 100 km/h, 70 km/h. Stahl. Machen wir die mal so. Die ist blöd, weil jetzt gerade die ganzen Leute mit dem Bus nicht dahin kommen. Und es ist echt teuer. Puh. Nein, ich will das nicht wieder so machen. Also die Brückenkonstruktion ist echt doof. Aber das scheint auch eher dann so als Brücke gedacht zu sein, nicht als Auf- und Abweg. Weißt du, wie ich meine? Es gibt noch ein paar andere Optionen. Wir könnten vielleicht mal versuchen hier. So insgesamt mal das Gelände abzusenken. Und da vielleicht auf normalen Wege hier rumzukommen. Was vielleicht auch spannend wird, aber was man nicht in der Verzweiflung alles versucht. So. Er hat ganz kurz gezuckt, als wenn es gehen würde. Muss doch eine Möglichkeit geben, dass wir hier irgendwie... Okay. Das reicht noch nicht.
Na? Oh Mann. Das mit dem Wahnsinnigwerden beim Straßenbau hatten wir ja schon mal. Ich wollte es mit Serpentinen machen, aber das ist auch nicht besser. Mann. Och, das ist zum wahnsinnig werden. Zum Mäusemelken und was weiß ich, was man noch so machen könnte. Diese kleine Optimierung, wenn dein Geld kostet, das darfst du keinem erzählen. So könnte man es auch machen, ne? Das ist ein kleiner Umweg. Und das hier ist hässlich. Warum kommt das nicht ab? Weil da ein Fahrzeug draufsteht. So. Aber da könnte man schon fast gucken, ob man hier nicht besser langkommt, oder? Würde ich jetzt so sagen. Dann hier nochmal die Kreuzung so ein bisschen anpassen. Was meint ihr? Ist besser, oder? Gehen wir hier nochmal runter. Also wenn ich jetzt Bus wäre, ich würde da lang fahren. Das können wir uns gleich angucken. Oh, da wird sogar überholt. Aber das ist ein bisschen schade, so wie das aussieht. Und wir gucken mal, ob die Busse voll sind. Naja, nicht wirklich. 14 Arbeiter, nochmal 15. Müssen wir denn hier die Straßen eigentlich, warte mal, 110 km/h, 110? Nö, das wäre eigentlich okay, ne? Komm, jetzt gucken wir uns noch eben an. Ob das jetzt was bringt. Ja, manchmal muss man auch die kleinen Dinge mit Geduld machen. So, ist gerade der Zug gekommen, oder was? So, mal gucken. Wieso war die Bushaltestelle zu klein? Da kommen sie alle an und gehen zum Bahnhof. Die sind verwirrt, die Leute. Die sollen arbeiten gehen, verdammt nochmal. So, 17.
15, 25, da kommt noch ein Bus. Und die ganzen Arbeiter kommen. Mit dem Zug 57. Die jetzt hier wieder in den... Ach, die steigen wieder in den Bus ein. Es ist so... Ah, ah, ah. Also ich glaube, diese Maßnahmen verfangen. Ich glaube, so langsam können wir davon ausgehen, dass wir dann in Zukunft ein bisschen schneller hier an Produktion pro Tag. Da müssen wir immer mal auf achten. Hier haben wir nämlich nie so drauf geachtet in den letzten Folgen. Da gucke ich gleich mal eben kurz in eine der letzten Folgen rein, wenn ich das wiederfinde. Jedenfalls danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!